Freunde, ich begrüße euch zu diesem Vlog. Und zwar wird es diesmal sehr, sehr, sehr emotional werden. Denn ich werde eine Person treffen, die wir alle kennen, die wir alle schätzen. Eine Legende, die seit Äonen auf diesem Kanal vertreten ist. Eine Legende, die sogar GigaChat himself ist. Der Typ, der mich gefühlt nie in Pokémon besiegen konnte. Und zwar werden wir Lugger treffen. Und das auf der Gamescom. Wir werden Legenden sehen. Gesponsert von Raid Shadow Legends, jetzt installieren! Mit leeren Koffer geht man nicht reisen. Man braucht Kleidung. Festgewand für Lugger. Einen Fächer für erotische Bilder mit einem erotischen Mann. Abendbeschäftigung für Erwachsene. Oh, passt wohl nicht rein. Andenken für die Abendbeschäftigung. A few moments later. Also wer mit einem ICE reist, ist schon mal sehr, sehr cringe. Deswegen haben wir das 9-Euro-Ticket genutzt. Und das war ein Fehler gewesen. Es war eine anstrengende Fahrt, doch irgendwann kamen wir in Köln an. Also eine Sache muss man hier lassen. Dieser Architekt, der war ein Genie, der diesen Bahnhof gebaut hat. Du bist hier und kommst direkt in die Innenstadt rein, wo alles clean ist, so mit Kölner Dom, mit Flex, wo man Touristen abziehen kann. Frankfurt wäre so, okay, du gehst raus, da sind nur komische Gestalten. Hier? Einfach dumm. Hä, ich dachte immer, Peking wäre in China, aber Peking ist einfach hinter dieser Tür. Da hinten ist schon China. Um eine Stadt richtig kennenzulernen, muss man unbedingt die Läden finden, die dein Geld verbrennen. Bruder, ich habe mentale Schmerzen. Warum dieser Preis für diesen geilen Figuren? Warum dieser Preis? Junge, ich hasse mich. Also hier haben wir einmal Diabetes zu mitnehmen, sogar mit köstlichem Wespenfleisch. Und das Beste, die haben hier einfach diesen Nuts und diesen Nuts. So, auf jeden Fall, wir kennen es ja, zu jeder Hoteltour gehört auch eine Roomtour. Wir haben einen leeren Kleiderschrank, dann haben wir hier so einen fancy Kleiderschrank. Dann haben wir hier einen wunderschönen, eleganten Typ. Maschallah, einfach die Hübsche. Dann gehen wir hier weiter, haben hier ein Bett mit so einem Affenkissen. Ich hasse diesen Affen-Emoji. Dann ist da hinten meine Ecke, da kommen wir gleich. Dann haben wir hier Joker auf Japanisch bestellt. Mit einem NPC. Dann haben wir hier ein Bett. Dann haben wir hier ein Koffer. Meine Ecke mit Dinger. Was für Dinger? Also diese Roomtour ist für die Tonne. Deswegen lass uns direkt skippen und zum besten Teil kommen. Und zu guter Letzt, zu jeder normalen Roomtour gibt es natürlich auch eine Toilettentour. Deswegen lass uns öffnen und... Sus, Bro. Wir haben hier auf jeden Fall ein Waschbecken, hier eine Dusche und hier eine Toilette mit einem bildhübschen Typen. Auf jeden Fall, jede gute Roomtour hat natürlich auch ein professionelles Pokémon-Pack-Opening. Von welchem Set? Glanz. Wir haben hier so Astralglanz. Deswegen öffne mal das Booster, das wird jetzt hier alles festgehalten. Elektroenergie. Stabil. Arboretos. Stabil. Rief Zeppeli. Noch stabiler. Walkout! Wayo! Motineva und? Stabil. Macho Maidi! Als wir ankamen, dachten wir, es gäbe da keine Spiele. Aber die lagen falsch. Hä, ich bin extra für Gold Simulator 3 den ganzen Weg hierher gekommen. Nintendo hat uns einfach alle gescampt. Die sind einfach hier. Mit The Rack. Und Coffee Talk. Und Flying. Nico. Perfekt für Menschen wie mich. Du bist Schande! Junge, du kannst mir nicht erzählen, was für Nintendo ist nicht da? Sogar Mario Kart ist da. Überall. Nicht nur hier, da, da, überall Mario Kart. Jetzt bist du auf alte Zeiten angelehnt. Dieses Spiel ist reiner Betrug. Ich bin Letzter geworden, weil es einfach keine Schlausteuerung gibt. Wer spielt ohne? Zeit hier arm zu werden. Und zwar maximal. Hier sind so überall normale Figuren, so ein bisschen Only Good Animations mehr. Dann hier so jetzt Kaisen. Aber der Pre macht albanische Namen. Jungs, wenn ihr traurig seid, dass ihr keinen Schwanz habt, ihr könnt hier euch einen für 59 Euro kaufen.
Nicht mal im Urlaub werde ich von ihr in Ruhe gelassen. Das kann nicht sein. Ich konnte ehrlich nicht widerstehen. Cringe, Brudi. Aber ich muss sagen, beides waren Geschenke gewesen. Also ich bin an nichts davon schuld. Meine Sohn, in hier! Conny, Conny. Das sind jetzt die krassesten Figuren hier. Also, jede so um die 400 bis 700 Euro. Mein ganzer Lebenstraum wurde zerstört. Bruder, kein Geld. Wir haben hier jemanden, der gambelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. An einem Glücksrad. Er dreht. Sehr stark. Und er kriegt. Einmal. Eine Ludenboy. Wayo. Hallihallo, schöne Cappy. Ich habe gerade gesehen, Sie haben hier schön gegambelt. Was haben Sie gewonnen? Ein Popsocket. Was ist ein Popsocket? Anscheinend so ein Ding, was auf dein Handy draufklebst. Ach so. So Sachen machen kannst. Aber man kann es anscheinend auch als Handgefalter benutzen, was wahrscheinlich eine sehr sinnvolle Methode dafür ist. Okay. Und es ist halt dieser Lootboy-Typ drauf. Wayo. Und wie fühlen Sie sich nach diesem glorreichen Sieg in diesem E-Sport-Verband? Super, super. Eindeutig. Das freut mich. Danke für das Interview. Porsche ist heutzutage ziemlich out. Was für kommen in die Gruppe? Komm in die Gruppe, um ein Mini-Aceman mit Pokémon-Design zu bekommen. Das ist Let's Dance. Und das war's. Es war wunderschön. Du hast heute mit großem Abstand für mich hier klar die beste Leistung geboten. 3. Zu guter Letzt war ich natürlich wie immer sehr produktiv und habe für euch ein YouTube Shorts aufgenommen. Nur leider haben die mir nicht die Videodatei gegeben und das sieht komplett lost aus. Ich hätte es sogar hochgeladen. Sag mal hallo. Hallo. Das ist ja meine Kamera. Ja, ich will deine Kamera sehen. Oha. Der Flex. Eine Sony Alpha wie Alpha Saphir. Block voneinander. Maschala. Dieses Treffen ist gottfindig gut. Leider existieren von dem Tag nicht so viele Aufnahmen, weil ich einfach mit den Leuten, die ich da getroffen habe, die Zeit etwas verbringen wollte und nicht unbedingt aufnehmen wollte, weil man sieht sich halt nur so einmal im Jahr. Deswegen vergib mir, es gibt kein großes Crossover. Auf der Rückfahrt sein, der kleine Junge hat seinen Sitzplatz, seine Zelda und kann gleich Naruto gucken. Und andere Leute stehen so unbequem wie ich im Gang. Super Streamer, super Mensch und auch noch Masken dabei gebracht.